Der Talk. $330 PS und ein Seat-Logo am Kühlergrill. Das ist das Arbeitsgerät einer der erfolgreichsten Rennfahrer, die Österreich aktuell zu bieten hat. Die Rede ist von Mario Dablander. Der 27-jährige Tiroler Rennprofi ist von Kindesbeinen an stark mit dem Motorsport verbunden. Seine Karriere begann im Rennkart und sein Erfolg ist eng mit der Marke Seat verknüpft. Und dann haben wir jetzt eigentlich ein bisschen einen Traum erfüllt, gell? Weil unser Ziel war immer, es war Seat Supercup, das wäre doch mal was und würde natürlich auch zu uns passen mit der Marke Seat. Und haben uns dann auch das ein bisschen erfüllt. Sind dann 5 Jahre in Deutschland, im deutschen Seat Supercup im Rahmen von der DTM gefahren. Und bin dann auch 2013 mit der Marke Seat FIA Tourenwagen Europameister geworden. Und ja, jetzt bin ich froh, wieder zurück zu sein im Seat Eurocup und bin auch wirklich super zufrieden damit, läuft ganz gut. Wir steigern uns von Rennen zu Rennen. Und genau diese Steigerung ist es, die Mario Dablander so erstaunlich macht. Denn im Seat Eurocup herrscht ein strenges Reglement. Die Fahrzeuge sind technisch nahezu ident. Der Spielraum für technische Vorteile kaum gegeben. Hier kommt es rein auf das fahrerische Können an. Und hier sieht man, anders als in der Formel 1, noch richtig hitzige Zweikämpfe unter Top-Piloten. Auch wenn Mario auf der Erfolgswelle surft und von Top-Platzierung zu Top-Platzierung fährt, ist er doch am Boden geblieben. Auf der Strecke ist er einer der schnellsten, aber privat geht er es gerne ruhig an. Ich bin das ganze Jahr oder sehr viel im Rennauto und muss auch dazu sagen, dass ich bei uns zu Hause im Familienbetrieb Arbeit ohne Ende habe und zu 90% bin ich dann froh, wenn ich aus der Firma rausgehe und einfach heimfahren kann und muss dann eigentlich nicht unbedingt irgendwem was beweisen, weil ich denke, wenn ich was zum Beweisen habe, dann auf der Rennstrecke und kann man dann auch an die Ergebnisse wiedersehen und ich denke, im Straßenverkehr ist das einfach zu riskant und das macht auch gar keinen Sinn. Trotz seines Erfolges im Motorsport steht Mario Dablander noch am Anfang seiner Karriere. Eine Karriere, die laut Prognosen für den Tiroler sehr rosig aussieht. Denn auf den Rennstrecken bietet er jedem die Stirn und weiß mit Taktgefühl und Speed zu punkten. Aber selbst der erfolgreichste Pilot braucht noch jemanden, zu dem er aufblicken kann. Mario hat sich dafür einen echten Charakterkopf ausgesucht. Mein Idol war immer schon der Kimi Räikkönen, weil man muss einfach denken, der Motorsport ist auch mittlerweile sehr politisch geworden. Das heißt, die müssen sich einfach teilweise oft gar nicht von ihrer echten Seite zeigen, sondern zeigen sich von der Seite, so wie jeder herum das sich halt wünscht. Und der Kimi Räikkönen war für mich immer schon ein bisschen Idol, weil er, ja, der hat einfach gesagt, so, jetzt stehe ich da, ich mache, was ich will, ist das für euch in Ordnung, passt, und wenn nicht, dann gehe ich halt wieder. Und ich denke, dass der das sicher richtig gemacht hat und war eigentlich immer schon ein bisschen Idol für mich und da taugt mir total, dass er im Moment auch wieder mit dabei ist. Mit dabei war an diesem Rennwochenende auch Mario und zwar ganz vorne. Er schafft einen Platz am Siegerpodest und er ist seinem Ziel, dem Seat Eurocup Meistertitel, wieder einen Schritt näher. Wir drücken ihm fest die Daumen und werden das Tiroler Talent auch weiterhin im Auge behalten.